long ride free. You've got mail, baby, yeah. Sehr geehrte Hose, deine Durchgänge mit der Lebensgröße, ich habe Interesse an Hotel- und Verlassungsforschung bedacht. Da ist die Nachfrage für mich. Die Gipfel der Presse sind jetzt top 10. Dann ist es verbessert. Von den großen Gasthof. Max, hör auf und lass den Quatsch. Ich brauch deine technischen Skills, Alter. Warum? Mann, ich brauch so ein Verfahren, so ein technisches. Hä? Du bist doch so einer, der sowas macht. Du willst, dass ich dir Kokain herstelle, weil du in der Schule nicht mit den coolen Kids abhängen darfst? Du weißt, ich ignoriere deinen verletzenden Sarkasmus. Ich glaube, du hast eine wirre Vorstellung von dem, was ich tue. Ich studiere Verfahrenstechnik. Wir ermitteln... Ja, komm, erspar mir die wissenschaftlichen Details. Mann, ich brauch deine Hilfe. Hilf mir doch. Können wir nicht einen Trailer mieten und in die Wüste fahren und dort das Zeug herstellen? Komm mir doch mal ein bisschen entgegen. Du hast doch bestimmt Chemie-LK gehabt. Da habt ihr Spinner doch bestimmt sowas gemacht. Komm, ich bin echt am Verzweifeln. Ich hab da vielleicht eine Idee. Also, so Kommilitonen von mir, die Schiss hatten, durch Nanotechnologie 2 durchzufallen. Die haben sich so Pillen besorgt. Bei so einem Typen. Ich verstehe nicht, warum ich mitkommen musste. Du bist mein Wingman. Außerdem kennst du den Typen. Und wir wirken seriöser, wenn wir zu zweit auftauchen. Übrigens, schicker Anzug. So oder gar nicht. Ich wirke seriös und bin nicht zu erkennen, wenn Leute aus dem Fachschaftsrat mich sehen. So, wer ist das denn jetzt? Der da sieht so aus, als könnte er uns sogar mit 13-jährigen philippinischen Sexsklavinnen versorgen. Hey Max, du alte Socke, wie siehst du denn aus? Wie war denn die Klausur? Konnte ich dir dabei behilflich sein? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ja, wovon sprechen Sie eigentlich? Dann war das also inoffiziell. Ja, das war höchst inoffiziell. Aber wo die Katze jetzt schon mal aus dem Sack ist, ich habe mit Summa Cum Laude bestanden. Außerdem waren die Pillen nur zur Sicherheit. Ja, Jungs, was wollt ihr nun eigentlich? H, Brownies, Koks? Koks, also Kokain. Eine Tüte für ca. 5 Personen. Profisniefer oder Anfänger? Ein Anfänger und 4 Profis. Und was mit mir? Du? Ja, meinst du, ich nehme das Ganze hier auf mich und will dann nichts abhaben von der Sahnetorte? Du triffst dich dann nachher mit deinem Bilbo Beutling Club und isst wirklich Sahnetorte, so ganz ohne Metapher. Stimmt ja gar nicht. Es gibt Donuts mit elbischen Inschriften, die nur leuchten, wenn sie noch warm sind. Wie viel willst du denn nun, du Vogel? Das war's. Die Hügel des Auenlands bleiben unverschneit. Okay, Jungs. Aber passt auf. Das Zeug ist dermaßen irre. Die Frau von einem Kollegen von mir hat sich das Zeug reingezogen und ihrem Typ dermaßen einen reingehauen. Und nur, weil er sein Glas ohne Untersitzer auf den Tisch gestellt hat. Und die Antje ist ja sonst eine ganz Süße. Du kennst sie ja. Ich habe ihr ja die Videos von ihr gezeigt. Also passt auf mit der Dosierung. Und übrigens, der Flatterschiss am Tag danach ist nicht der Rede wert. Oh Mann, der kennt meinen Magen aber nicht. Ob da Spuren von Weizenmehl oder Laktose drin sind? Like we're in the car seat made of relationships, just streets and streets and streets. I heard me talk and never saw me.